Herzlich willkommen, lieber Stier, zu deiner Tarotkartenlegung für die 26. Kalenderwoche. Das ist die Woche, die jetzt am 26. Juni beginnt und bis zum 2. Juli geht. Wir haben in dieser Woche durchgehend zunehmenden Mond und ja, die Energien verdichten sich, werden intensiver und wir schauen mal, lieber Stier, wie diese Energien so bei dir ankommen werden. Wir werden jetzt erstmal zunächst deine Karten mischen und du kannst mich hier gerne begleiten. Du kannst aber auch schon direkt zu deiner Lesung kommen. Unten habe ich einen Timestamp hinterlegt, der dich direkt zu deiner Lesung führt. Okay, jetzt haben wir hier alle Decks zusammen und ich beginne einfach mal mit den Karten. Eine Karte für dich, lieber Stier. Eine Hauptkarte, eine Nebenkarte. Dann eine Karte vom Mondorakel. Ach, wir können auch beide Karten nehmen. Wir schauen mal. Und das ist die Hauptlegung, das Crowley Deck. Okay. Okay, jetzt können wir die Karten auflegen. Okay, da wären wir, lieber Stier. Ich bin schon sehr gespannt. Hier haben wir den Herrscher. Eine sehr stabile Energie, sehr tatkräftig, sehr dynamisch. Du bist bereit, in dieser Woche mehr Verantwortung auch zu übernehmen. Du fühlst dich stark, du fühlst dich selbstbewusst.
Du hast auch irgendwie das Gefühl, du kannst die Dinge selbst bestimmen, nach deinen Vorstellungen gestalten, dass auch, ja, hier es sehr praktisch alles funktioniert, sehr praktisch läuft, dass auch, ja, also dass die Situation auch harmonisch ist, ne, in Frieden ist. Interessant. Und dann der Magier. Ja, du kannst hier wirklich etwas nach deinen Vorstellungen gestalten. Du hast dir auch darüber im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Du ergreifst dir auch die Initiative in dieser Angelegenheit. Du übernimmst die Verantwortung und bist hier ganz tatkräftig und ganz zuversichtlich, dass dir das auch gelingen wird, dass es richtig ist, was du da tust. Und du wirst auch feststellen, dass du wirklich etwas, was dir wichtig ist, in die Tat umsetzen kannst. Und dass du auch noch viel Spaß dabei haben wirst, ne? Dass es dich mit Freude erfüllen wird, dass es dir leicht fallen wird, das in die Tat umzusetzen. Diese Karte ist auch eine gute Energie, um andere für deine Vorhaben zu überzeugen, andere von dir zu überzeugen. Und du wirst auch auf deine Umgebung sehr stark, sehr faszinierend wirken. Wir schauen mal, auf was für Lebensbereiche sich das hier bei dir bezieht, was die Karten uns noch dazu sagen können. Wow, Widderenergie spielt hier eine sehr wichtige Rolle bei dir in deinem Leben, lieber Stier. Vielleicht hast du es wirklich mit einem Widdermenschen zu tun, könnte sehr gut sein. Ansonsten zeigst du hier sehr viel Widderenergie. Ich meinte hier, du bist in der Lage, andere von dir zu überzeugen, für deine Vorhaben, für deine Ideen zu überzeugen. Diese Karte spiegelt auch ein sehr gutes Teamwork wider, ne? Dass du dich darauf verlassen kannst, dass dir unter die Arme gegriffen werden, dass du Unterstützung bekommst, dass auch hier alle deine Vorhaben, alle deine Pläne leicht funktionieren werden, einfach weil alle mit im Boot sind, ne? Weil hier auch die Leute gut zusammenarbeiten. Du hast hier vielleicht auch zu einer ganz bestimmten Person ein ganz harmonisches Verhältnis, so dass ihr wirklich sehr gut zusammenpasst, ihr wirklich beide ein sehr gutes Team seid. Und hier zeigt sich eine Prinzessin der Scheiben. Und lieber Stier, du könntest diese Scheibenperson sein. Es könnte sich aber auch um eine andere Person in deinem Leben handeln. Die Prinzessin der Scheiben ist eher eine jüngere Person. Entweder wirst du dich sehr verjüngt fühlen in dieser Energie, ein bisschen leichter, obwohl du sehr viel Verantwortung übernimmst. Ja, oder du hast es mit so einer Person zu tun, die mit in deinem Team ist, ne? Oder mit der du vielleicht sogar ein sehr enges Verhältnis hast. Die Prinzessin der Scheiben könnte auch eben ein anderes Erdzeichen sein, Stier, Steinbock, Jungfrau, aber auch Widder ist möglich, ne? Ganz anderes Sternzeichen. Dann ist diese Person vielleicht auch gerade von deiner Energie, deiner Erdenergie, sehr faszinierend und beeindruckt und nimmt sie auch so ein bisschen für sich an. Das könnte auch sehr gut sein. Die Prinzessin der Scheiben ist sehr ruhig, sehr introvertiert, eine sehr besonnene, nachdenkliche Person, eine Person, die erst nachdenkt und dann handelt. Eine sehr bescheidene Person, eine Person, die fleißig sein kann, gerade was so Ordnungssysteme betrifft, gerade was so praktische Tätigkeiten betrifft, alles, was man so mit den Händen tun kann. Eine Person, die ein sehr gutes Verhältnis zur Natur hat. Was denkt die Prinzessin der Scheiben? Die denkt an den Prinzen der Stäbe und an den Prinzen der Scheiben. Tja, damit könntest du sehr gut du gemeint sein. Auch wenn du eine weibliche Person bist, ne? Dann ist die Prinzessin vielleicht auch eine männliche Person. Hier zeigt sich auf jeden Fall ein Feuer-Erdzeichen, ne? Und du bist ein Feuer-Erdzeichen oder eben auch Widder, ne? Vielleicht denkst du als Prinzessin der Scheiben auch an eine Widder-Person. Hier gibt es Veränderungen, Umstrukturierungen in deinem Leben, in den Leben der Prinzessin der Scheiben. Diese Person
verändert sich gerade, ne? Stellt vieles in Frage, verändert vieles vielleicht auch an ihren Umständen, ein Umzug vielleicht, ein Jobwechsel, ein sich loslösen von gewissen Gedankengängen. Eine sehr starke Veränderung zeigt sich aktuell im Leben dieser Prinzessin der Scheiben. Und wir schauen mal weiter. Ja, du könntest wirklich dieser Prinz sein, lieber Stier, weil ich habe hier festgestellt, dass du vor kurzem einen sehr intensiven Kontakt mit deinem inneren Kind hattest, mit einer Seite an dir, die eben so was Jugendliches, was Junges, Kindliches sogar hatte, ne? Wir haben alle ja ein inneres Kind in uns und das ist auch gut so und es ist auch wichtig, diese Facette zwischendurch auch mehr wieder lebendig werden zu lassen, ne? Weil da steckt natürlich auch persönliches Wachstum dahinter, persönliche Selbstentfaltung, denn die Person, die wir als Kind waren, sind wir auch noch heute, ne? Also man sollte diesen Kontakt immer wieder erneuern, immer aufrechterhalten und ich hatte irgendwie den Eindruck, ich habe hier irgendwie den Eindruck, du hattest kürzlich einen sehr intensiven Kontakt mit deinem inneren Kind und es hat deine Gefühle zum Aufleuchten gebracht, zum Sprudeln gebracht, sodass du wirklich sehr dich beglückt gefühlt haben könntest, vielleicht sogar verliebt warst, noch verliebt bist, vielleicht einfach in das Leben verliebt warst. Ne? Auf jeden Fall sehe ich hier wirklich eine sehr lebendige Form von Gefühlsleben, von Glücklichsein, was du vor kurzem erfahren hast und was dich jetzt in diese Situation, in der du bist, gebracht hast. Jetzt könnte man sagen, wird es für dich ein wenig ernster, aber nicht unbedingt unbeschwerter dadurch. Ne? Es funktioniert alles sehr, sehr gut. Aber es wird schon alles ein bisschen ernster und bodenständiger. In deinen Gedanken ein Ritter der Schwerter. Wenn das hier die gleiche Person ist, sind wir besonders bei Zwillinge oder Jungfrau. Kann aber hier auch ein ganz anderer Mensch sein. Ein Mensch, über den du dir sehr viele Gedanken machst. Könnte ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwilling, Waage oder eben ein anderes Sternzeichen haben und aus deiner Perspektive viel Gedankenenergie, viel Luftenergie mitbringt. Der Ritter des Schwertes ist jemand, der viele Ideen hat, viele innovative Ideen und auch bereit ist, diese umzusetzen. Ne? Dieser Mensch möchte auch etwas in die Wege leiten, möchte etwas umsetzen. Ein sehr kommunikativer Mensch, mit dem man sehr gute Gespräche führen kann, der sehr viel Humor besitzt, sehr viel Witz auch, ne? Scharfsinnig ist, scharfzüngig kann man auch sagen. Vielleicht hast du es mit so einem Menschen zu tun, lieber Fisch, oder du versuchst, lieber Stier, Entschuldigung, oder du möchtest gerne lieber so ein Mensch werden, obwohl ich die erste Variante für wahrscheinlicher halte. Was denkt der Ritter der Schwerter? Der denkt an den Magier. Vielleicht möchtest du als Prinz der Schwerter gewisse Ideen umsetzen von dir oder du möchtest mit dem Ritter der Schwerter zusammen gewisse Ideen umsetzen. Weißt du, dann würde ich mir das so ganz gut vorstellen können, dass eure Teamarbeit so funktioniert, dass dieser Ritter der Schwerter schon eher der Ideengeber ist, aber du bist derjenige von euch, der in der Lage ist, das auch praktisch umzusetzen. Weil die Ausführung, die Umsetzung fällt dem Ritter der Schwerter manchmal schwer. Auch wenn er das möchte, ist so ein Luftzeichen manchmal einfach zu chaotisch dafür. Ne? Manchmal zu ungeordnet. Aber dann seid ihr ja wirklich ein gutes Team. Ne? Ihr könntet in dieser Woche kommunikativ ein paar Schwierigkeiten bekommen. Missverständnisse können auftreten.
Missverständnisse, irgendwie auch Unzufriedenheiten. Es ist hier wichtig, offen miteinander zu reden. Es klingt immer so banal, es ist aber wirklich gerade hier eine besonders wichtige Angelegenheit, denn mit diesen fünf der Schwerter, wenn man das unausgesprochen lässt, kann das negative Gefühle in einen, können negative Gefühle wachsen. Zum Beispiel so ein Gefühl von, das wird doch alles nichts, das ist hoffnungslos, ich bin der Sache nicht gewachsen, wir schaffen das nicht. Wenn man sofort diese Unstimmigkeiten, diese Missverständnisse aufdeckt, hat man die Chance, ein größeres Problem schon in der Quelle zu eliminieren, zu beseitigen, zu lösen, bevor es zu einem ernsten Problem werden kann. Und ihr seid ein gutes Team, deswegen bin ich mir sicher, dass ihr gut über ein gewisses Thema im Vorfeld kommunizieren könnt. Aber auch bei dir macht sich so ein gewisses Unbehagen breit, eine gewisse Verlustangst. Du hast die Sorge, aber du lässt diese Sorge im Laufe der Woche nicht an dich heran, aber die Sorge ist da. Du hast die Sorge, dass du hier deine Energie, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, deine Ressourcen in die falsche Angelegenheit investieren könntest, in den falschen Menschen investieren könntest und so könnte dir ein Verlust drohen, ne? Vielleicht ist dieser Verlust, also diese Verlustangst, diese Sorge davor auch berechtigt in manchen Fällen, ne? In manchen Fällen, in vielen Fällen wird es nicht berechtigt sein. In vielen Fällen ist es einfach so ein unklares Gefühl des Unbehagens. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Wow, ja, vielleicht wirst du etwas verlieren, aber vielleicht führt dieses Verlieren auch zu einer Befreiung. Vielleicht ist es gar nicht so was Schlechtes. Die Karten sagen mir hier sehr gute Energie voraus, ne? Dass du hier vollen Einsatz zeigen wirst, dich voll und ganz gewissen Herausforderungen stellen wirst, dass du sehr viel Mut besitzen wirst. Wenn es hier mit den Ritter der Schwerter oder hier diese Prinzessin, wenn das irgendwie eine romantische Situation ist, dann sehe ich hier sehr viel Leidenschaft zwischen euch beide, starke körperliche Anziehungskraft. Und dass ihr beide füreinander eine gewisse Herausforderung seid, im positiven Sinne. Aus dieser Leidenschaft kann sehr viel sich entwickeln. Es verschafft dir neue Perspektiven. Es verschafft dir einen neuen Blick auf deine Zukunft, neue Möglichkeiten, die du vorher noch nicht gesehen hast. Also, wow, es sind hier sehr schöne Karten. Die Sieben der Schwerter. Die Voraussetzung dessen, dass das alles passiert, ist, dass du dich hier entscheiden musst, ne? Und es gibt halt auch gewisse andere Optionen, zu denen du entschieden Nein sagen solltest, ne? Nein sagen musst, um einen gewissen Weg zu wählen. Tatsächlich sehe ich hier eine Art Opfer, was du aufgeben musst. Aber auch dieses Opfer, das, was du hier verlierst, es kann sich sehr befreiend auswirken. Ich sehe es hier mehr als etwas Positives. Aber ein Verlust sehe ich hier schon, aber ein Verlust, den du bewusst eingehen kannst, wenn du dich auf diese Energie einlässt, ne? Wenn du dem zuvorkommst. Ich sehe hier, dass du so ein bisschen das nicht so an dich heranlassen möchtest, dass du vielleicht, um eine gewisse Entscheidung zu treffen, ein gewisses Opfer hinter dich lassen müsstest. Aber wenn du dich auf diesen Gedanken einlässt, wenn du mutig bist und an deinen Weg nach vorne glaubst, kommt es dir hier und natürlich auch eigentlich immer, aber besonders in dieser Situation wirklich sehr zugute, lieber Stier. In deinem sozialen Umfeld
Passieren sehr viele neue Dinge in dieser Woche. Ja, ich glaube, du könntest dir doch wirklich einen ganz neuen Freundeskreis erschließen. Du wirst neue Menschen treffen, auf jeden Fall. Neue Menschen, die dir auch irgendwie unbekannt vorkommen, die dir auch fremd erscheinen, die irgendwas Neues für dich birgen, ne? Also irgendwie kommt es hier zu einem sehr intensiven Neuanfang für dich. Und du wirst ganz neue Erfahrungen mit diesen Menschen sammeln. Das ist auch hier so eine Entscheidung, ne? Sich zu lösen von einem alten Freundeskreis hin zu einem neuen Freundeskreis. Oder Arbeitskreis, ne? Es kann auch ein Kollegium sein. Es kann auch sein, ne, dass du hier diesen Ritter der Schwerter kennengelernt hast und jetzt halt viel Zeit mit seinen Freundeskreis oder ihren Freundeskreis verbringst und das scheint dir ganz gut zu gefallen und birgt für dich auch wirklich einen Neuanfang. Führt eben aber auch dazu, dass es gewisse Freunde gibt, für die du dauerhaft keine Zeit mehr haben wirst. Natürlich nicht dein gesamter Freundeskreis, jedenfalls hoffentlich nicht. Aber man hat ja auch noch so einen zweiten Freundeskreis, ne? Also so einen Bekanntenkreis. Es gibt hier irgendwie auf jeden Fall Veränderungen, definitiv. Ein neuer Anfang, der dich mit sehr viel Neugier erfüllen wird, ne? Also du wirst dich auch freuen auf neue Menschen. Die werden dir auch sehr interessant vorkommen. Und auch die Situation mit einer dieser Hofkartenmenschen, also Personenkarten, auch die Situation zwischen euch beiden könnte sich auf diese Art und Weise auch ein bisschen anders als sonst gestalten, auf eine neue Art und Weise. Du sehnst dich nach der Königin der Kelche. In der Kombination hier sind wir bei Waage oder Fische und in der Kombination hier bei Krebs oder Steinbock. Natürlich kann diese Person auch jedes Sternzeichen haben. Du sehnst dich nach der Königin der Kelche. Kann auch eine ganz andere Person sein. Oder du sehnst dich danach, eine dieser Personen von ihrer emotionalen Seite mehr kennenzulernen. Oder auch eine Möglichkeit, du sehnst dich selber danach, mehr zu einer Königin der Kelche zu werden und mehr deine Emotionalität auszudrücken. Auf jeden Fall nach Emotionalität, die man zwischenmenschlich austauscht. Darum geht es dir auf jeden Fall. Und du sehnst dich danach, je nachdem, selber zu reifen auf diese Art und Weise, oder du wünschst dir das von deinem Gegenüber. Und ich glaube, du hoffst dir mit dieser Person wirklich hier eine lange Perspektive zu haben, ne? Mit dieser Person gemeinsam. Neue Ziele im beruflichen auch oder anzuvisieren im beruflichen, neue berufliche Perspektiven oder neue stabilisierende Perspektiven. Damit meine ich halt die emotionale Stabilität, die einem zum Beispiel eine Familie oder eine feste Partnerschaft schenken kann. Irgendwie gibt es hier ein neues Fenster für dich und du sehnst dich danach. Und tatsächlich im Laufe der Woche, lieber Stier, wird etwas passieren, was dir sehr zugutekommen wird. Was wie ein Geschenk für dich sein könnte, wie ein Gewinn. Etwas Überraschendes, mit dem du nicht rechnest, wird dir zugutekommen. Es kann ein Geldsegen sein, es kann ein Geldgeschenk sein, das zum Beispiel auch ein Bonus auf der Arbeit reinkommt oder du einen Gewinn erzielst in irgendeiner Form. Etwas, womit du nicht rechnest. Etwas, was so scheinbar zufällig wirkt. Es kann auch sein, dass du jemanden Neues begegnest, der ein neuer Geschäftskontakt für dich sein könnte, der dir die Möglichkeit schaffen wird, in der Zukunft mehr Geld, mehr Status, mehr Stabilität zu erreichen. Um was geht es hier genau? Um einen neuen Weg, um einen neuen Pfad, neue Perspektiven, ne?
Also es geht hier um neue Perspektiven. Du hast hier eine sehr stabile Situation erschafft. Du bist jetzt in der Lage, Ideen umzusetzen mit jemandem zusammen, der dir sehr am Herzen liegt. Und ich sehe hier, dass genau dadurch ein ganz anderer Weg für dich sich eröffnet, auf den du vielleicht noch gar nicht gekommen bist. Ein Weg, der womöglich auch recht unkonventionell ist oder nicht von vielen Leuten so gegangen worden ist bisher. Also ein wirklich ganz besonderes Angebot, das dir gestellt werden wird. Ne? Jemand kommt mit einem Angebot an bei dir und schlägt dir das vor, diese Idee. Das ist eine Chance, die dir gemacht wird. Ne? Du musst nicht selbst auf die Idee kommen. Jemand hat die Idee und geht auf dich zu. Vielleicht kommt das hier auch von diesem Ritter der Schwerter, ne? Der auch hier diese Magierenergie mitbringt. Sehr interessante Legung. Sehr interessant, was hier in der nächsten Woche passieren wird, lieber Stier. Die Mondkarten, ne? Die Energie kommt in Fahrt. Zunehmender Mond, den wir auch tatsächlich haben, ne? Auch deine Energie kommt in Fahrt. Und die Ereignisse könnten sich so ein bisschen überschlagen, ne? Hier mit den Zehen der Schwerter ist das auch ein Hinweis darauf, dass du aufhörst, über alles nachzudenken, weil du vielleicht auch von den Ereignissen zu sehr gepackt bist. Ne? Wenn man zu schnell agieren muss, kann man nicht mehr so viel nachdenken. Ein bisschen Sorge besteht bei dir, dass du hier eine falsche Entscheidung treffen könntest. Aber vielleicht macht dich diese Sorge auch irgendwie, verankert dich irgendwie auf positive Art und Weise. Dadurch hebst du vielleicht nicht so richtig ab und behältst die Bodenhaftung. Das könnte ich mir auch vorstellen. Dann hier als zweiter Tipp, Spiritualität und Machbarkeit. Eine Dualität, die eine gewisse Dynamik erzeugt. Ne? Und irgendwie ist das wirklich das Motto dieser Legung. Ne? Spiritualität, das ist der Magier, die Ideen. Und die Machbarkeit, das in die Tat umsetzen. Theorie und Praxis, ne? Könnte man auch so sagen. Und vielleicht nenne ich die Legung so. Ja, interessant, dass sich diese Spiritualität und Machbarkeit durch deine Legung hindurchzieht. Ja, es ist auf jeden Fall sehr aufregend, lieber Stier, was nächste Woche in deinem Leben passieren wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du wunderschöne Erfahrungen machen wirst, dass diese Energien sehr angenehm und positiv bei dir ankommen werden. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.